Recht herzlich willkommen zur 89. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir festgestellt, dass Lautha die größte Stadt ist und ja, da läuft's, ne? Kann man einfach nicht anders sagen dann, ne? Ja, wir müssen nochmal schauen. Hier wird mal irgendwann vielleicht die Straße zusammengewachsen sein. Dann ist das dann sinnvoll, dass man eine Rundtour macht. Ich weiß es nicht, das ist dann immer so schwierig. Aber eigentlich ist es eher besser, vom Rathaus sternförmig zu fahren, ne? Ob er das jetzt macht, ist natürlich die nächste Frage. Ne? Kann natürlich auch sein, dass das gar nicht so ist. Gut, Größe der Städte haben wir angeguckt. Gucken wir nochmal rein, ob irgendwo was gewachsen ist. So, dann schauen wir hier nochmal hin. Da hatten wir ja letztes Mal schon erweitert hier oben. Das hat funktioniert. Da ist der Bereich, wo eine Erweiterung war. Und hier wachsen sie bis an die Gleise ran. Gut. Hier sieht das identisch aus. Nach hier wächst es noch ein bisschen. Diese Straße wird nicht weitergebaut. Gut. Ist aber alles okay soweit. Wie sieht das hier aus? Die Straße, also ne, da haben wir zwei Bushaltestellen schon gemacht. Okay. Und unten ist halt das touristische Ziel, ne? Hier ist noch nichts mehr geworden. Und hier sind sie noch am Wachsen. Waldeck. Baut noch schön aus. Die Straßen gehen langsam rüber. Wir haben wieder Winter in Sonderhausen. Passt, aber da ist alles abgedeckt. Lauter hatten wir eben gesehen. Wird jetzt nicht in der Zeit wahrscheinlich sich erweitert haben, gehe ich von aus. Döbeln im grünen Bereich. Radolfzell hatten wir auch erweitert. Hier oben könnte bald was passieren. Und dann haben wir noch Adenau. Die sind hier mit dem neuen Gymnasium, was ich noch nicht kannte. Und da sieht's gut aus, ne? So, das bedeutet, wir gehen in die Liste der Fahrzeuge, gucken danach Gewinn und glauben, dass dieses Schiff glückliche Zahlen bringt. 41. Das fährt jetzt von Riedenburg nach Flotow. Ja, ist die Frage. Hält das irgendwo an, um zu warten, bis voll ist? Weil das fährt ja verdammt nochmal viel mieser ein gerade, ne? 300. 285 nach Flotow. Das wäre ja gut. Müssen wir hier gerade runter? Ja. Und hier stehen. Riedenburg, 3 Passagiere. Okay, das sind dann weniger. Ah, hier sind noch 62, die ich jetzt gerade nicht da auf dem Schirm hatte. Okay. Das sind dann nicht die Top-Zahlen, ne? Aber okay, ist halt so. Da kommt jetzt noch einer, sind das zwei auf der Strecke? Sieht wohl so aus, ne? Okay, dann. Der ist auch nicht voll, hat nur halbe Beladung. Das würde ja bedeuten, dass hier viel zu viele Schiffe sind, die wir gar nicht brauchen, ne? Der 289. Der fährt nämlich dick plus ein und der fährt dick minus ein. Das hilft uns da ja nicht wirklich weiter, ne? Dann ist jetzt zu überlegen, was wir da machen. Wir fahren da immer schön hin und her, ne? Von Flotow nach Döbeln fährt gar keiner, glaube ich, weil die Rundreise so geht, ne? Oder? Die sollen ja hier oben rüberfahren. Dann würde das Verkehrsaufkommen da noch weniger werden. Weiß nicht, ob wir das machen wollen, was ändern wollen. Also den können wir definitiv hier zumachen. Aber den anderen. Wo ist denn der jetzt hier hinter versteckt? Ja. Da ist ja dann die Überlegung wert, was bringt uns das? Der fährt da hinterher und macht miese Zahlen, ne? Der fährt jetzt mit. Das sind Zugleute. Riedenburg. 4 Passagiere über Flotow.
Das bedeutet, das lohnt nicht, dass der da jetzt vorbeikommt. Ich sag mal nicht laden und dann motten wir den erst ins Depot ein, oder? Würde ich jetzt sagen. Macht nur Sinn. Das andere wäre Blödsinn. Fahr mal schneller, damit du da auch hinkommst und dann gehst du zum Depot. Und dann schauen wir weiter. So, dann haben wir hier noch den, aber das, da können wir ja nichts dran ändern, glaub, ne? Wasser, ach so, ist auch offen, ne? Brauchen wir ihn nochmal anklicken. Der ist natürlich voll, fährt aber nur in einer Richtung Ladung. Hier unten, ja, brauchen wir jetzt nicht gucken. Läuft, der ist im Depot angekommen, das lassen wir erstmal so. Das müssen wir mal auf Dauer gucken, ob das so der richtige Weg ist, den wir da gegangen sind. So, hier hatten wir schon letztes Mal geguckt, da war das Problem mit zwei Züge auf der Linie mit verdammt vielen Waggons. Ist noch einer drauf oder haben wir den auch runtergeschmissen? Wenn, dann war das schon richtig. Ich glaube, den haben wir runtergeschmissen. Der fährt jetzt mit 121 Leuten durch die Gegend. Der ist im Depot. Der auch. So, das bedeutet... Ah, die Straßenbahn ist auch mit Minus am Fahren. Ist auch nichts Dolles dann, ne? Müsste man auch den Takt ändern eigentlich oder so, ne? Ja. Da ist jetzt auch nichts, wo ich sagen würde, komm, lass ihn da noch hinfahren, das bringt's noch oder so, ne? Eigentlich eher weniger. Hier ist jetzt nicht irgendwie was, wo ich sagen würde, jo, da fahren wir noch hin, da kannst du noch Fahrgäste abholen, ne? Ja, so ein bisschen Minus fahren wir halt dann. Bleibt's dabei. Wo ist denn dieser teure Bus? Ein Hardexen. Okay. Aber da müssen wir zuliefern, das ist halt so, ne? Obwohl zuliefern ist, bringt auch nicht so wirklich was, weil... Ja, den haben wir schon da zur Pause geschickt, kann das sein? Okay. Der ist schon im Dingens. Ah, beide sind drin. Hier, der fährt auch schlechte Zahlen in Sonderhausen, aber der ist auch in der Pause. Das haben wir schon geregelt. Okay, das muss wachsen, das ist halt so. Wo ist er am Fahren? Touristische Ziele auf der Elbtunnelseite, ne? Wie ist das hier? Elbtunnel, ja. 51 Passagiere warten da, aber davon wollen die meisten nach Döbeln. Hier sind 11 Passagiere, die wollen auch wieder weg. Das haben wir schon mal geändert gehabt. Ich glaube, der fährt einmal kurz und dann der Rest einmal so lang oder so, ne? Ist auch nicht verkehrt gewesen. Wo ist er? Ein Waldeck, okay. Der Überlandbus hier, Fährstädtetour war das, ne? Oh, der ist auch blau, glaub. Der müsste mal ausgetauscht werden, aber ich glaube, da gab es auch nichts Besseres. Der fährt auch mit 100 Leuten hier durch die Gegend. Und die Linie sieht so vor, dass der... Achso, da sind zwei solche drauf und einer so, okay. Der fährt nach Waldeck dahin. Da warten 316 Leute jetzt. Davon 160 noch wegzufahren, oder wie ist das hier? Kann auch anders sein. Platinweg, okay, der Rest wird weggeschafft. Wird schon werden, denke ich. Gibt es denn da was zum Austauschen hier? Haben wir da gar nicht so viele Fahrzeugdepots gebaut? Ich glaube nicht, ne? Nur dieses hier. Sieht's denn, Busse sind das. Nur diesen Bus gibt's momentan. Sehr interessant. Nur benötigte. Alle? Ändert sich nichts. Ist ein Postwagen, ne?
Ja, da ist ja schon mit der Post auch zu überlegen, ob man da Geld mitmachen kann. Aber irgendwie war das so, dass das erstmal recht schlecht lief, ne? Oder? Da müsste man gucken, dass man zwei der größten Linien sozusagen mit der Post macht oder so. Aber ich glaube, irgendwann hatten wir das schon mal, ne? Das funktioniert auch nicht. So, der ist voll. Ja, der geht. Und die sind hier dann alle schon so ein bisschen in der besten Wege unterwegs. Warum steht der da und kann nicht? Okay, der wartet, bis da was passiert. Das ist aber alles richtig. Gut. Das sind ja 0 Euro Kameraden und darunter fängt es dann langsam an, plus zu werden, oder? Oh, da sind so viele austauschbar noch, ne? Da müssen wir wohl auch mal durch die Fahrzeugliste im Blau, ne? Daimler-Benz, Stückgut. Mühlemarkt. Mühlemarkt ist da. Ne, da. Drei Fahrzeuge, die alle, ja, nicht so dolle aussehen, ne? Da müssten wir mal gerade gucken, was für Fahrzeuge wir da aufsetzen könnten. Ob es da was überhaupt gibt, ist die nächste Frage, ne? LKW. Ist schon richtig. Und da ist Getreide gefragt, ne? Gerste zum Beispiel. Dieser ist der neueste dann. 1,34. Und der fährt wie viel? 16 Tonnen. Und die fahren? Zwölf Paletten. Warte mal. Dann haben wir da schon was falsch geguckt? Kann das sein? Ah, die fahren da, warte mal, der fährt da oben Paletten. Das ist ja dann was anderes. Dann war das schon mal wieder ein Fehlkauf in Anführungsstrichen. Diese LKWs waren keine. Da war ein Stückgut-LKW. Was bringen die denn da hin und her, dass es Stückgut ist? Ach, Mehl ist das, okay. Dann gucken wir mal nach Mehl und nicht nach Gerste, ne? Und Mehl ist auch da. Okay. Da sind ja reichlich da, ne? Die Stück gut können. Wenn man sich das mal anschaut, ne? Nimm den mal gerade weg. Ja. Anhänger gibt es auch, ne? Auflieger oder Koffertyp. Gehört der dahinter? Sieht so aus, ne? Tja, 1,92, 12 Paletten. Und dann waren es noch 2,40, 15 Paletten. Den schicken wir doch mal Mühlemarkt hin. Starte den mal. Und die anderen drei, die können wir alle ausmustern dann. Weil die stehen ja die meiste Zeit wohl hier nur. Dann brauchen wir da gar nicht so viele. Nee, du kommst zum Depot, da habe ich was Falsches geklickt. Nochmal, der fährt zum Depot. Der fährt auch zum Depot, bitte. Und der ist hier und fährt auch zum Depot, alles klar.
Können wir aber auch zumachen. So, die drei sind schon mal ausgetauscht dann. Ja, dann fährt hier noch so ein Unimog durch die Gegend. Wo fährt der hin? Zum Getreidehof. Norddeutsche Mühle. Da sind Unimogs drauf. Und die bringen Gerste und die bringen jetzt wirklich die Gerste durch die Gegend, ne? Und da haben wir jetzt den neuen LKW gerade eben gesehen. Der dann irgendwo, so, da müssen wir das noch ändern. Komm, machen wir das. Den haben wir ja schon gekauft. Kann der eigentlich einen Anhänger? Oh, der kann sogar noch einen Anhänger. Okay. Dann setzen wir den mal auf Getreidehof Norddeutsche Mühle. Getreidehof Norddeutsche Mühle. Und das ist... Wie viel hat denn der jetzt? 16 Tonnen, 26 Tonnen und die haben nur 20 Tonnen. Das heißt, der macht zu, der kann auch zu. Noch einer. Gut. Wir kopieren den auf jeden Fall. Und machen noch einen mehr. Ja, und starten die alle drei. Oh, er hat ein Problem. Weiß aber nicht welches. Hat hier so einen Anhänger dahinter. Da sind schon drei drauf, okay. Dann nehmen wir das weg hier. Ach so, jetzt habe ich einen nicht drauf gesetzt. Fehlte wohl eben das Fahrzeug vorne, ne? Getreidemühle Norddeutscher, da ist er. Und starten. Gut, jetzt sind da die drauf. Der fährt voll beladen durch. Ist jetzt aber gleich leer. Oder? Wollen wir auf jeden Fall nicht laden. Nicht laden. Und der kann gleich zum Depot, weil er leer ist. Und der vierte. Nicht laden. Und die stehen irgendwo rum. So, der kann erstmal zu. Der kann auch zu, weil da ist ein Zug drauf und der muss so bleiben. Und naja, der ist etwas zu lang. Der könnte kleiner sein. Lassen wir aber jetzt so. Hier fahren wir jetzt mit denen durch die Gegend. Die können wir alle ausmustern. Den hätten wir auch anders machen können. Naja, jetzt ist egal. Dann verkaufen wir den. Anhänger sind noch wegen Trecker da, ne? Genau. Gut, ist halt so. Jetzt ist da auch noch einer angekommen. Nö. Oh ne, das war falsch. Ne? Ich muss da klicken, wenn. Aber das war wohl noch ein altes Fenster. ja. Hier wäre es richtig gewesen, ne? So. Das passt dann. Und hier gilt das Gleiche. So, das ist der richtige Weg. Gut. Läuft, ne? Würde ich sagen. Haben wir wieder ein bisschen optimiert. Nächstes Mal müssen wir noch bei dem Blauen weitermachen. Für die Folge soll es aber reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.